Gratuliere zum Tagessieg. Wie fühlt es sich denn an, heute hier 24. der klügsten Köpfe Österreichs ausgestochen zu haben? Es fühlt sich wirklich gut an. Ich bin etwas überrascht, aber es ist der nächste Schritt am Weg zur Weltreise. Hättest du dir denn von Anfang an Chancen auf den Sieg ausgerechnet? Nein, ich hätte mir nicht wirklich Chancen auf den Sieg ausgerechnet. Besonders jetzt hier auf dem Tagessieg, weil ich jedem Kandidaten vorher die gleiche Chance zugerechnet hätte. Und wie bereitest du dich jetzt aufs große Finale am 7. Mai vor? Ich glaube, dass man sich bei YPD nicht großartig vorbereiten kann. Ich werde aufmerksam durch die Welt gehen, aber den Brockhaus oder Wikipedia werde ich jetzt nicht auswendig lernen.